Genau, ich baue die Rahmen baue ich halt selber, insbesondere die für die Drucke und so. Und da habe ich halt irgendwie so ein Holzsortiment. Also ich nehme sehr gerne so altes Holz, was ich teilweise irgendwo ausbaue vom Abriss oder so. Sowas hier, wo noch so ein bisschen Betum von Dachpappe dran ist oder so. Und teilweise auch frisches Holz, wie hier Kirsche oder Eiche. Und dann achte ich immer viel drauf, oder was mir persönlich immer sehr gut gefällt, sind die zum Beispiel bei der Eiche, dieser Übergang zwischen Kernholz und Splintholz. Und den probiere ich da immer irgendwie mit einzuarbeiten. So eine, diese natürliche Kante. Das ist hier meine Werkstatt. Die ist auch sonst so ein Nebenraum von meinem Atelier. Und hier habe ich halt alle möglichen Werkzeuge, um mit Holz zu arbeiten. Hauptsächlich baue ich hier Rahmen, aber teilweise halt auch so Skulpturen oder andere Werke. Und genau, es ist einfach dankbares Material. So. Wenn du so ein Stück Holz über den Hobel ziehst oder so, das fühlt sich gut an. Ich bin Jakob Großer-Apoff. Ich bin 30 Jahre alt und ja, ich bin freischaffender Künstler. Wir befinden uns gerade bei mir im Atelier. Das ist eine alte Industriehalle, die ich mir aber noch mit vielen anderen Kreativen teile. Ja. Aufgewachsen bin ich in Cuxhaven eigentlich. Und dann bin ich nach dem Abi bin ich nach Rostock. Vor allem wegen dem Windsurfen, weil damals war ich total Windsurf-verrückt und wollte irgendwo am Meer leben. Und dann, genau, habe ich dann in Rostock angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und das habe ich dann auch lange getan. Bin 2018 fertig geworden. Aber mit ganz vielen, also kleinen Unterbrüchen und Reisen zwischendurch. Und genau, während ich dann reisen war, habe ich viel gemalt. Und also ich habe schon immer viel gemalt, aber da habe ich irgendwie das sehr, sehr intensiv betrieben und dann habe ich was veröffentlicht und dann seit Ende 2019 habe ich dann irgendwie geschafft, von der Kunst leben zu können. Also meine engen Freunde wissen schon immer, dass ich gerne male, aber da habe ich halt auf Instagram einfach eine Seite gemacht und da die ersten Sachen veröffentlicht. Genau. Und das, ja, und die Resonanz war irgendwie super. Auch viele Freunde, Bekannte wussten das gar nicht von mir und haben dann, waren dann ganz überrascht irgendwie. Also es geht ja meistens los mit der Bildidee und ich habe eine Notiz-App auf dem Handy und da schreibe ich ständig irgendwelche Bildideen rein und das passiert über den ganzen Tag. Also ich glaube, immer wenn man irgendwas erlebt, was einen berührt oder so, dann schreibt man da halt irgendwie was auf und manchmal sind auch schon konkrete Bildideen dabei, also auch schon eine Bildauffällen oder irgendwas, aber manchmal auch noch nicht. Und genau, dann skizziert man das meistens irgendwann. Also ich habe so Skizzenbücher oder Papierzettel, wo ich irgendwie so grobe Skizzen mache. Und dann, genau, wenn mir die Skizze irgendwie gefällt, da steht schon so ein bisschen so die Bildaufteilung fest, würde ich sagen. Und auch das, was dann im Nachhinein auf dem Bild zu sehen ist. Und dann skizziere ich das vor auf einer Leinwand. Und genau, und dann arbeite ich mich so durchs Bild. Und meine Bilder brauchen häufig relativ lange, weil wenn man eben mit Sprühdose oder Acrylfarbe und Kohle in Verbindung arbeitet, ist es immer wichtig, dass die Farbe halt trocken ist, wenn man das wieder überarbeitet. Also ich glaube, dass also ich bin ursprünglich hergekommen wegen dem Meer halt, wegen dem Bezug zum Meer. Und das liebe ich auch immer noch total. Und ich glaube aber auch, dass Rostock halt totale Möglichkeiten bietet. Ne? Also dadurch, dass hier vielleicht noch nicht so viel Kunst und Kultur ist, kann man hier noch irgendwie was bewirken und fällt vielleicht auch eher auf als in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin. Inspiration, denke ich, kommt einfach vom Leben. und zwar, ich meine, jegliches Gefühl, was man hat, probiert man vielleicht irgendwie zu verarbeiten. Wenn mich irgendwas stört, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja genug Scheiße, die passiert und
das sorgt halt auch für genug Bildideen. Also wie die Menschen miteinander umgehen oder wie die Menschen mit der Welt umgehen. Ja, das lässt sich alles gut verarbeiten. Also ich empfinde das natürlich als totales Privileg, das zu machen, was ich tue. Ne? Also so, für mich ist es auch die totale Selbstverwirklichung. Und damit bin ich super glücklich natürlich. Und genau, ich finde es auch total schön, dass ich mich einfach selber strukturieren kann. Aber damit kommt auch eine totale Herausforderung. Also ich glaube, das kennen viele Selbstständige, dass man, gerade wenn man selbstständig ist und nicht für jemanden arbeitet, sondern wenn man einfach nur machen kann, was man will. Und dann genau, muss man irgendwie gucken, dass man sich selber halbwegs strukturiert. Am Anfang ist mir das auch total schwer gefallen, aber mittlerweile genieße ich das total. Auch, dass man zum Beispiel Arbeit oder Beruf und Privatleben, für manche Leute ist es wichtig, das zu trennen. Und für mich habe ich das Gefühl, das geht nicht, weil das so viel Privates ist, was ich in meinen Bildern verarbeite, dass es keinen Sinn machen würde. So. Meine Family, die steht da voll hinter mir auf jeden Fall. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für die, glaube ich. Aber dann haben die mal eine Ausstellung von mir gesittet sozusagen. Also die haben da aufgepasst und seitdem, also da haben die halt das Feedback von den Leuten mitbekommen. Und seitdem finden die das, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Also es kam dazu, weil in Corona-Zeiten bin ich mit einem Kumpel hier vorbeispaziert und habe in ein leeres Schaufenster geguckt und habe eigentlich gedacht, oh, hier wäre es ja mal schön, im Herzen der KTV eine kleine Ausstellung zu machen. Und dann habe ich das zu Hause erzählt und ich habe das erzählt und dann haben die anderen gesagt, ja, lass doch eine Bar aufmachen. Und ich hatte das eigentlich nie vor, eine Bar aufzumachen, aber hatte immer total Lust, eine Bar auszubauen, so. Aber ich mache so den gestalterischen Part und ich kümmere mich im Nachhinein um die Kuration an den Wänden. Das heißt, das ist nicht nur eine Bar-Kneipe, sondern hier finden auch wechselnde Kunstausstellungen statt. Und das ist halt Hammer, das schöne Gefühl, so in Rostock einen Laden aufzumachen, der eine kleine Bühne hat, wo wir gerade drauf sitzen, wo Künstler, Künstlerinnen performen können und Wände, die einfach behangen werden können, wo Leute ausstellen können. Und einfach Leuten eine Bühne und eine Fläche geben, irgendwie Kunst und Kultur darzubieten. Ich liebe die Atmosphäre schon hier, gerade am frühen Abend, wenn es hier so richtig muggelig ist und die Kerzen brennen und nette Leute hier sind, dann mag ich die Atmosphäre sehr gerne. Es ist halt wesentlich wacher und nicht so vernebelt, verrauscht wie ein Disco-Besuch, sondern hier, weiß nicht, finden auch schöne Gespräche statt. Ich denke mir ganz häufig, boah, was habe ich für ein Glück im Leben? Oder was ist das für ein schöner Tag oder so? Und aber ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber das habe ich zum Glück. Und deswegen gehe ich, glaube ich, ganz glücklich durchs Leben. Ich glaube, das Wichtigste im Leben sind einfach gute Beziehungen zu haben zu Familie, Freunden, Mitmenschen. Und da fühle ich mich beschenkt mit guten Freunden. Etc. Ja, und das Zweite ist, glaube ich, auch zum Glück, dass das irgendwie eine Art von Selbstverwirklichung oder bei mir zumindest eine Art von Selbstverwirklichung oder so Bestätigung oder Geltung oder sowas eine große Rolle spielt. Und da habe ich auch voll den Eindruck, dass ich da den richtigen Weg gehe. So. Es gibt Täler so ich habe das auch, weiß nicht, alle paar Wochen auf jeden Fall, dass ich eine kleine Down-Phase habe und dann einfach mich zurückziehe und melancholischer werde und auch Dinge viel mehr in Frage stelle. Ist aber auch okay. In solchen Phasen denke ich mir auch dann, was will das Leben mir sagen? So, warum ist das gerade so? Und das sind Phasen, in denen man dann vielleicht auch anders über Dinge nachdenkt und das dann im Nachhinein wieder eine gute Erkenntnis. So.